Es ist die Sportwagen-Ikone aus Deutschland. Eine rasende Legende, der Porsche 911. Doch er ist nicht allein im Revier. Corvette C7 und BMW M850i nehmen ihn in die Mangel. Cindy, Niki und Matthias wollen es heute genau wissen. Welcher ist der beste Sportwagen in unserem Trio? Das finden wir heute raus. Ich würde sagen roter. Definitiv. Wir können nicht falsch machen, das ist gut. Genau. Also, Cindy, du hast die Schlüssel. Ich habe die Schlüssel. Also, eins in die Hosentasche, andere da und eins in die Hand. Okay. Matthias, welcher willst du? Den da. Guck nicht da, bitte. Ich gucke ja nicht hin. Unglaublich. Ja, ja, so ist er. Was? Ah, den 911er. Yes. Ich brauche keinen vorgewärmten. Und? Hey, ist ja nicht die Corvette. Ah, dann? Ich habe die schönste Schlüssel auf jeden Fall. Und den größten Wagen. Oh, das ist aber wichtig. Ich denke mal, das könnte ein richtig guter Tag werden heute. Also keine Zeit verlieren. Das klangstarke Trio startet zu einem besonderen Roadtrip. Von München aus geht's schnurstracks nach Norden. Über 500 Kilometer weit ins südliche Brandenburg. Das Ziel, der Lausitzring. Niki in der Corvette freut sich schon auf die Autobahn. Aha! Und er marschiert! Jawohl! Ah, richtige Wahl, Herr Schelle! Pam! Ob Matthias mit dem Druck des 911er auch so happy ist? So, das erste Mal volles Durchbeschleunigen und der Niki wird kleiner! Yeah! Du sitzt hier drin, bist auf dem Normalmodus. Und alles ist komplett entspannt. Kann Cindy das auch vom großen 8er BMW sagen? Es ist mega komfortabel im Auto. Das Auto fährt fast alleine für mich, also ganz entspannt. Das Gute ist, wenn ich auf die Rennstrecke ankomme, dann werde ich auch wirklich frisch sein für die Rennstrecke. Und ich kann dann den Jungen zeigen, was das Auto kann. Der M850i xDrive mit Allradantrieb leistet 530 PS. In 3,7 Sekunden geht's auf 100. Basispreis ab 125.700 Euro. Nikis Corvette C7 ist seit 2013 auf dem Markt. Ah, das macht einfach Spaß. Zwischendurch mal ein kleiner Gasstoß. 466 Pferdchen hat das Teil. Die Corvette erledigt den Sprint in 3,9 Sekunden, versprechen jedenfalls die Amis. Als Sondermodell Final Edition kostet sie 116.500 Euro. Matthias hat mit dem neuen Porsche 911, Modellcode 992, den Platzhirsch unterm Hintern. Alter, was ist denn hier mit diesem Auto los? Der geht ja wie die Feuerwehr. Der ist nicht nur so lackiert, sondern der geht auch so. Mit 450 PS ist der Carrera S der schwächste im Trio. Laut Werk sprintet er aber in 3,7 Sekunden auf 100. Preis gut 120.000 Euro. Doch welcher der drei ist der beste Sportwagen? Cindy im BMW hat gut lachen. Schön, das wird eine schöne Reise, ich denke. Aber erstmal jetzt wird auf die Autobahn getestet. Erster Check, die Höchstgeschwindigkeit. Wer hat hier die Haube vorn? Elfer, Corvette oder der Achter? Die Grip-Tester laden durch. So, Matthias, was ist dein Top-Speed? Also, Leute, ich muss dann mal los, ne? Die Bahn ist frei. Warte, ich komme mit. Der Niki schläft noch ein bisschen. Matthias drückt im Porsche auf den Pinsel. 308. Und du? 250 jetzt. 260. Ich werde immer langsamer. So, bei mir ist es leider geregelt auf 250. Das freut mich sehr. Auch Niki tritt voll durch und erreicht 280 km/h. Ohne den Aero-Kit, der für mehr Anpressdruck sorgt, könnte die Final Edition eigentlich etwas schneller. Trotzdem geht der Punkt mit 308 km/h an den Porsche. Die Corvette ist 28 km/h langsamer. Schlusslicht ist der abgeregelte BMW. Dafür kann Cindy jetzt Nikis Hinterteil bewundern. Also Jungs von hinten, ich will nicht unhöflich klingen, aber der Niki sieht schon geiler aus. Ein recht vielen herzlichen Dank. Ja, also der Niki sieht auf jeden Fall brutal aus. Die Corvette ist ein absolut geiles Auto. Die siebte Generation der Corvette steht kurz vor der Wachablösung.
Zum Abschied schicken die US-Boys das Sondermodell Grand Sport Final Edition an den Start. Sie hat eine Menge an Rennsportausstattung bereits serienmäßig. In straffen Schalen sitzen darf der Pilot staunen, wie ihn der 6,2 Liter große V8 in den Orbit ballert. Doch Matthias und Cindy interessieren solche inneren Werte gerade überhaupt nicht. Cindy, zeig mir deine Popo. Aber sehr gerne. Alter Schwede, ist das Ding breit. Geil, ne? Ich finde den richtig, richtig schön. Der Arsch ist so breit, das ist nicht mehr normal. Geht es nach BMW, soll es der Achter endlich mit dem 11er aufnehmen. Der Luxus GT ist mit knapp 2 Tonnen aber fast 400 Kilo schwerer als Porsche oder Corvette. Im Cockpit wartet Hightech pur. Freude am Blasen. Der 4,4 Liter große V8 Biturbo. Im Gegensatz zu Corvette und BMW macht der Porsche bei der Optik fast schon auf Understatement. So von der Seite her ist ein 911er erkennbar, finde ich geil. Wenn ich mir jetzt so von hinten anschaue, dieser Flügel, wo elektrisch hochklappt, gefällt mir einfach nicht. Schade. Auch der neue Carrera S ist wieder ein typischer 11er. Über Jahrzehnte gereift und sündhaft teuer. Unser Testwagen ist maximal ausgestattet, unter anderem mit Carbon-Keramikbremsen. Insgesamt kostet er so fast 165.000 Euro. Der mittig platzierte Drehzahlmesser ist längst Kult. Um diesen 11er zu schlagen, braucht es schon eine spezielle Strategie. Wenn ich da so hinten schaue, Platzangebot hat das Teil ja die Corvette. Ich habe da eine Idee für eine Challenge. So, Mädels und Jungs. Wie wäre es denn eigentlich, wenn wir mal daran denken würden, auch mal ein Häppchen zum Essen? Deshalb ist meine Idee jetzt, wir besorgen uns einen Grill. Ja, da haben wir schon gleich die nächste Ausfahrt. Davon haben wir ein Einkaufscenter. Auf geht's und rechts ab. Die Häppchen sind nur der Köder für den nächsten Test. Das Ladevolumen. So, für die nächste Challenge habe ich nämlich schon mal was vorbereitet. Das wird mein Punkt. Grillen wollen wir, ne? Hat er denn da überhaupt Platz? Na klar. Vorne fasst das Gepäckabteil aber nur 132 Liter. Zu klein für den Grill. Nur die Kohle und die Kühlbox passen rein. Und wie viel geht in die Corvette? Da glaube ich, da kann die Cindy sogar schlafen da drin, übernachten. Nichts kaputt machen. Schön reinlegen. Super, das schaut mir absolut super aus. Jetzt passt mir auf. Hä? Ta-ta-ta-ta. Nein, so geht's nicht so. Ich würde ganz ehrlich sagen, andersrum schaut besser aus. Ah, Frauen und Laden, ne? Ja. Das ist wirklich schief. Jetzt halt aber. Nee, aber warte mal, jetzt geht das Ding überhaupt zu? Ja, logisch. Das schau mal her. Kann gar nichts fehlen. Und? Ein Zentimeter hast du. Zwei, es ist genügend. 2 Zentimeter. Ja, da könnte man sogar den nächsten größeren Hebel nehmen können. Alles drin, jetzt alles ist Cindy dran. Okay, gut. Die fast 290 Liter Kofferraum der Corvette reichen für den Grill samt Zubehör. Bunkert der Achter noch mehr? Guck mal, wie viel Platz, wie tief das geht. Das ist problemlos. Ich habe größeres Volumen. Wer es glaubt, wird zielig. Ne? Jetzt schau mal. Ja, und? Können wir dann jetzt los? Üppige 420 Liter soll der BMW schlucken. Und mit etwas Gefühl passt der Grill auch noch in den Laderaum. Okay, also wer ist der Praktischste? Meiner. Aber bei mir kann ich noch meinen Koffer mitnehmen. Bei euch, obwohl bei Matthias, weiß ich nicht. Ne? Easy. Oder eine Decke auf dem Boden, so, ja, ja. Ein bisschen romantisch. Komm, wir fahren und so. Weiter. Bei Corvette und Achter hat der Grill reingepasst. Das gibt Punkte. Der Porsche geht diesmal leer aus. Gleichstand. Zurück auf der A9 Richtung Berlin. Kilometerfressen auf dem Weg zum Lausitzring ist angesagt. Über 300 zügige Kilometer hat das Trio bereits abgespult. Das kostet Treibstoff. Wem geht wohl zuerst der Saft aus? Niki, Matthias, es sieht schlecht aus bei mir, den Tanken. Ich habe nur noch 78 Kilometer. Ich bin fast auf die Reserve. Können wir tanken gehen? Ja, können wir gerne machen. Also ich muss zwar nicht tanken, aber wenn du gerne möchtest oder musst, dann natürlich. Also ich möchte nicht, aber ich muss einfach, sonst bleibe ich stehen. Das ist eine Schande. Die nächste Tankstelle ist in Sicht. Jetzt zeigt sich, wer knausert am meisten mit dem Sprit. Alle drei Sportwagen wurden gleich schnell bewegt. Die Zeit beim Tankstopp nutzt Matthias für etwas Gymnastik. So bleibt er fit für die restlichen Kilometer. Ob er auch beim Blick auf die Tankquittung so entspannt bleibt?
Was genehmigen sich der ebenfalls turbogeladene BMW und die Corvette mit dem riesigen V8-Saugmotor? Yes, ich bin besser als du. Ich habe 45 Liter nur. Was hast du? 45 Liter. Ja. 45, das ist weniger. Also hast 8 Liter mehr verbraucht als ich. Das bedeutet, die Corvette verbrennt bei unserem Autobahntest im Schnitt 15 Liter auf 100 Kilometer. Der M850i sogar 16,4 Liter. Und der Porsche 911 Carrera S? Er schafft über 300 Kilometer Spitze und hat sich dabei durchschnittlich nur 13,5 Liter reingezogen. Der Elfer ist sauschnell, relativ sparsam und in Führung. Das Ziel des Roadtrips ist erreicht. Auf dem Lausitzring wartet jetzt der große Showdown auf unsere drei Sportwagen. Welcher ist der Beste in unserem Test? Erste Aufwärmübung, ein Hütchenparcours. Ein stehender Start führt in die erste Pylonengasse. Die mündet in eine langgezogene Rechtskurve, zurück in einen Slalom. Dann eine knifflige Links-Rechts-Kombination und punktgenau ins Zieltor bremsen. Das ist ja so ein klassischer Handlings-Check irgendwie. Ja. Da sind nicht viele Geraden drin, da kommt es nicht auf Motorleistung an, sondern es kommt darauf an, wer kann die Kurven am besten nehmen. Und das ist eigentlich ein gutes Kriterium, um zu gucken, wie gut sind die Sportwagen wirklich im Kurvenbereich. Und deswegen, ich freue mich darauf. Ob die Corvette C7 Final Edition hier überzeugen kann? Niki, bist du soweit? Ich hätt's dann. Sobald sich die Räder bewegen, startet die Zeitnahme. Alles klar, auf die Plätze, fertig. Wann immer du willst. Hat der super gemacht, den Start. Die Corvette mit ihren 466 PS durch den Parcours zu zirkeln, ist echte Präzisionsarbeit. Aber der US-Sportler macht das gut. Hier ist der Richtungwechsel. Niki treibt den Ami gnadenlos um die Hütchen. Die C7 schlägt gerne Haken und der V8 drückt gewaltig. Stopp, 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 und bremsen. Erich raus. Gut. Sah ehrlich gesagt mega aus und hat sich noch viel besser angehört. Na, danke fürs Anhören. Alter, die Karre schreit. Oh, oh. Ja, so soll es doch sein. Und das ist ja das, was einen innen immer wieder ein bisschen pusht. Allererste Sahne, also nächster, wer ist es? Ich bin dran. Wie sich der schwere 8er BMW in dem engen Parcours wohl schlägt? Als einziger besitzt er Allradantrieb. Ah, Cindy rollt majestätisch hin. Okay, auf geht's. DSC ist aus. Das ist ein richtig langer Lachs, ne? Das ist ja Wahnsinn. Ich bin soweit. Bist du bereit? Läuft alles? Was hast du? Sport Plus sogar. Sport Plus, DSC aus. Ja. Und ich werde alles geben. Das gibt schwitzige Hände, ja? Wann immer du willst, ja? Aber Launch-Kontrolle ist schon mal gar nicht schlecht. Hula, das Auto rutscht. Man merkt einfach die zwei Tonnen, mein Gott. Wum, wum. Der Achter fühlt sich hier einfach nicht wohl. Und Cindy muss kämpfen. Und der steuert ohne Ende. Jetzt übersteuert natürlich mit dem Gewicht. Ja, da bewegt sich sehr viel Masse. Trotzdem lässt Cindy den BMW fliegen. Wow. Also das war ein Mega-Slide. Aller Ehren. Ich habe alles gegeben. Der Wagen hat mir wirklich gesagt, bitte Cindy, warte noch ein bisschen. Ich bin noch am rechts lenken und du willst schon links lenken. Das ist einfach viel zu langsam die Reaktion für dieses Slalom. Vom Fahrerischen her. Also mit dem Gewicht kriege ich nicht mehr. Ja gut, er kann auch nicht alles können. Ne? Ich meine, das ist ein Luxusschiff, extrem viel Komfort auf der Autobahn gehabt. Ja. Und jetzt musst du dafür hier zahlen. Genau. Ja? 530 PS und Allrad haben dem BMW nicht geholfen. Fehlt noch der Porsche. Kann es der Carrera S besser? So, jetzt passiert was. Matthias startet als Letzter in den Parcours. Und wie immer greift er zu allen Mitteln, um Cindy und Niki abzuledern. Hey, der macht seine Reifen warm. Nein, das geht nicht. Filmen, filmen. Ja, aber das geht nicht. Ja. Das ist bescheuert. Das ist immer der Matthias, der macht das immer. Also, liebe Trip-Zuschauer, ihr seht, der Herr Malmit ist der Erste, der das vorher übt. Hier muss ich stehen bleiben, oder? Bremsübung hat kein einziger geübt.
Wir haben alle vorher geübt. Jetzt lügt doch nicht rum. Muss man mal ganz, ganz ehrlich sagen. Und Reifen aufwärmen auch nicht. Ach komm. Das muss man ganz ehrlich sagen. Es ist einfach wie immer geschummelt. Genau. Reifen aufgewärmt. Trotz der Proteste von Cindy und Niki, der Elfer muss jetzt abliefern. Launch Control aktivieren und ab geht die Feuerwehr. Die Unterschiede in der Performance fallen sofort auf. Oh, so nah an die Pylone, Niki. Der 3 Liter große 6-Zylinder-Biturbo im Heck ist eine Macht. Und das Handling macht sogar von außen Eindruck. Das Auto ist so direkt. Es fährt wie auf Schienen. Ei. Was man als allererstes sagen muss, er schaut am wenigsten angestrengt von uns allen aus. Ja, der lächelt noch, das ist ein gutes Zeichen. Das schaut auch. Das ist krass. Also ich kann es nicht sagen, weil ich habe ja den jetzt nicht von außen gesehen, aber von innen, du bist die Ruhe selbst, ne? Eben, also deswegen sage ich ja, du kommst total relaxed und es schaut wahnsinnig aus. Wie auf die Schiene. Das Auto bewegt sich nicht. Ja. Danke. Die 2 Tonnen des BMW lassen sich hier nicht verheimlichen. Der Achter wankt bei Richtungswechseln deutlich hin und her. Der direkte Vergleich. Corvette und Porsche liegen gut auf dem Asphalt. Der Elfer nimmt dem BMW auf dieser kurzen Runde allerdings fast 2,5 Sekunden ab. Der Carrera S baut den Vorsprung also aus. Das war das Handling. Die nächste Disziplin ist was für Drifter. Wer macht die längste Spur? Hier kommt es auf das richtige Gefühl im Gasfuß an. Perfekte Spielwiese, Kurve 5 des Lausitzrings. Cindy ist von dieser Challenge allerdings nicht begeistert. Ich liebe Driften, aber mit Allrad, es ist für mich immer schwierig, weil treibt er erstmal nach vorne, dann wieder nach hinten und du weißt nur und nie, wo die Verteilung ist. Sehr schwierig mit dem Auto, also ich habe nicht zu viel erwartet, muss ich ganz zugeben. Jeder hat 2 Versuche. Einer davon muss sitzen. Cindy, bist du bei euch? Immer. Ah, jetzt nicht. Dann los, bitte los. Also ich bin mir wirklich gespannt, wie er sich jetzt schlägt, der 850. Also Leistung hat er genug. So, und auf geht's. 530 Biturbo PS, so viel Dampf hat keiner. Cindy holt Schwung und stellt den Achter quer. Komm, komm, Gas. Es ist natürlich mit dem Allrad mega schwierig. Für einen Allradler nicht schlecht. Hut ab, das ging gar nicht schlecht. Erstaunlicherweise hat mich wirklich voll überrascht mit Anpeldeln, gut im Drift. Dann hatte ich leicht untersteuern wieder und dann wieder im Tritt, weil ich Vollgas und habe alles gegeben. Und das ging mittlerweile erstaunlicherweise für ein Mädchen. Nicht schlecht. Jetzt muss die Corvette liefern. Dann ich gehe mal auch hoch. Toi, toi, toi. Viel Spaß. Eigentlich ist ja die Corvette ein absolutes Driftauto, Niki, ne? Ob sich Niki von diesem Spruch beeindrucken lässt? Der urgewaltige Ami V8 sollte es eigentlich qualmen lassen. Okay, Niki, bist du bereit? Ich komme. Wenn ich einen Mann kenne, der driften kann, dann heißt der Niki Schelle. Niki. Leck mich doch alles am Arsch. Also Rauchentwicklung schon mal top, aber die Fahrtrichtung war halt nicht so richtig gut. Hey. Mann, ey. Auf geht's. Okay, 2. Versuch. So, 2. ist drin und Feuer. Harco Sacrament. Der war gut. Der war okay, ja? Er war aber kurzer. Ich würde sagen, er war gleich lang. So eine Corvette ist schon nicht schlecht, aber ist mehr zum Schnellfahren. Was man dann natürlich sagen muss, zu diesen riesen klobigen Reifen geht halt dann auch der Schmalz aus. Es war ein Drift da, also ich bin quer gefahren, das habe ich natürlich alles gemerkt. Aber ich will doch immer das Perfekte und das hat leider nicht funktioniert. Hast du Druck? Ja. Denkst du, du kriegst das hin? Weiß ich nicht. Auf geht's. Ich probier's. Niki ist nicht zufrieden. Doch Matthias muss es im Porsche erst mal besser machen. Okay, Matthias. Mit 130 Sachen rast Matthias auf die Kurve zu.
und hängt gepflegt den Hintern raus. Sehr zum Frust der anderen beiden Quertreiber. Scheiße, der zieht weiter. So, tschüss. Es tut so gut. Der erste Versuch sitzt. Du und dein Lächeln! Wir lassen es bei dem einen, du hast gewonnen. Das Fahrzeug ist das Beste und du hast es auch sehr schön gemacht. Wir sind sehr, sehr zufrieden mit dir. Eure Majestät, großer Meister. Das ist ein Vergnügen, mit dir zusammenzuarbeiten. Okay, Abflug, andere Challenge, jetzt nehmen wir ihn auseinander. Ciao. Danke. Ihr könntet ruhig noch 2-3 Minuten so weiterreden. Um es kurz zu machen, 4:1 liegt der Porsche vorne. Das Finale wartet. Ein Kopf-an-Kopf-Beschleunigungsduell über 500 Meter. Die gesamte Gerade vom Lausitzring. Feuerfrei. Drag Race. Letzte Disziplin. Okay. Ei, ei, ei. Ich habe ein bisschen Schiss, ehrlich gesagt. Vor was? Ja, hier. Vor der da. Allrad. Allrad und 530 Pferdchen. Ja, das stimmt. Ganz genau. Das wird. Ich werde Gas geben. Ja, wir nicht. Nee, wir machen ganz gemütlich. Ja, genau. Ganz gemütlich. Gemütlich. Ganz easy. Track Race kommt aus Amerika, 466 PS, 630 Newtonmeter. Da schiebt sie mal an und hinten auch so eine Schluffen drauf, die wo dann auch wirklich nach vorne gehen. So, mein Kleiner, jetzt musst du liefern. Es wird eine schwierige Nummer, aber wahrscheinlich auch eine knappe Nummer. Ich wäre soweit. Zur Erinnerung, mit 450 Pferden ist der Porsche der Schwächste im Trio. Zwischen ihm und dem BMW liegen satte 80 PS. Perfekt gestartet, beide. Die ziehen ja weg. Schön, aber jetzt geht er weg, der Matthias. Der Porsche zieht weg wie eine Rakete. Boom. Mann, ey. Dass ich am Start so gut mithalten kann mit einem Porsche, hätte ich nicht gedacht. Trotzdem wird gleich heiß diskutiert. Hey, wo warst du denn? Wo weiß ich denn? Moment, wo wart ihr denn? Ja, ich habe gut mitgehalten. Mit 530 PS gegen 450 PS? Ein fast mit zwei Allradantrieb. Tonnen. Ein fast 2 Tonnen Auto gegen 1500 Kilo. Du was hast willst Allradantrieb du? Und du hast viel, viel mehr Leistung. Der Endstand ist allerdings mehr als deutlich. Der Porsche 911 Carrera S gewinnt souverän. Der Rest hatte keine Chance. Komm, wir fahren noch eine Runde. Der Rest ich komme ist halt mit der dir. Rest. Der Elfer hat in unserem Sportwagen-Vergleichstest abgeliefert und sogar die PS-stärkere Konkurrenz abgehängt. An diesem Porsche werden sich noch andere.